Und Hallöchen und wieder ein herzliches Willkommen zurück zu Außenposten 13. So würde es jedenfalls in Deutsch heißen. Gut, in der letzten Folge haben wir mehr oder weniger Spionage betrieben, wenn man so will. Wir haben unsere potenziellen Ziele ausgekundschaftet. Und heute versuchen wir, wieder unsere nächsten Opfer zu finden. So, und damit wieder zurück bei Outpost 13. Ich hoffe, euch hat dieser Schnelldurchlauf der letzten Folge, die ja doch sehr, sehr, sehr ähnlich der dritten Folge war, gefallen. Und ich habe mich auch mal kurz erkundigt, weil ich eben nicht mehr so richtig weiter wusste. Und eine Sache, wo ich überhaupt nicht drauf geachtet habe, und zwar die Tatsache. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Genau, jetzt müssen wir nämlich hier rein. Und wir konnten nämlich in den... müssen wir mal gucken, wo war das? Nee. Und sagen, wir müssen in diesem Schacht... war ein wichtiger Hinweis, an den ich nicht gedacht habe. Und den muss ich jetzt mal gucken. Ich habe mich natürlich auch nicht wirklich spoilern lassen. Ich musste einfach nur nachgucken, wie es eben... was ich jetzt machen musste, weil ich bin einfach nicht mal weitergekommen. Ich wusste nicht, wie ich in der Cafeteria weiterkomme und ich wusste nicht, wie ich in dem Labor weiterkomme. Und es soll auch für euch nicht langweilig sein. Deswegen habe ich die letzte Folge eben im Schnelldurchlauf jagen lassen. Genau. Aber da muss ich mich dann auch ransetzen, wie... Ich würde mal was vermuten... Vielleicht da werden wir dann auch gucken, das wollte ich mir nicht spoilern lassen, das werde ich dann auch so hinkriegen. Brauchte ich bloß nicht mehr Zeit. Die sind tot und hier ist die Maschine. Ach, hier genau dieses Bild. Picture of Ashley and Gray Bishop, Date 1407. Saturnus, Saturn. Ja, ich glaube, nämlich dieses Datum müssen wir uns merken. 1407. 1407 merken. Schreibt mir das mal sogar auf. Ist ja auch eher selten. Und dann können wir jetzt endlich in den nächsten Tag stürzen. Und hoffentlich dann auch wirklich weiterkommen. So, damit sind wir jetzt schon bei Tag 7. Also, mein Gott, brauche ich hier lange. Und dann geht's auch schon los. Und wir sprinten jetzt quasi. Also, was bei Fenry sprinten bedeutet. Wir werden jetzt auf direktem Wege zur Cafeteria gehen. Weil dafür brauchen wir das. Wir haben nämlich in dieses Datum haben wir nämlich aus dem Zimmer von der Köchin. Da ist sie nämlich. Ah, ja, ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo kriege ich dieses Passwort her? Und es war eigentlich so einfach. Das ist so schrecklich. Man sitzt dann auf diesem... Manchmal rafft man es einfach nicht. Genau. Und das wollen wir nämlich. Gut. Die kommt gleich. Machen wir so hier. Guck, jetzt wird nämlich hier Food generiert. Food Generation. Generation. Und der Typ macht das jetzt, müssen wir. Der arbeitet jetzt so und dann gehen wir jetzt. Jetzt hier raus, ja. Oh, das wird so geil, glaube ich. Hier, Kiste. Was ist das denn gewesen? David, Alter! We were warned of your coming, hungry god. I am your god! Holy shit! She startled me! These two are very important. You must not be killed, Fenrir. Their destiny lies elsewhere. So geil! Oh, wie geil ist das denn?
Also ich glaube, wer Star Wars kennt, der würde so geil finden. Schöne Hommage. Ja, das ist quasi Episode 6 gewesen, wo Han Solo in Carbonit eingefroren wurde. Total geil. Oh, wie herrlich. Oh. Das sind so diese Anspielungen, deswegen finde ich das Spiel eigentlich wieder ziemlich cool. Aber dass man eben überhaupt nicht weitergekommen. Also ich bin überhaupt nicht weitergekommen. Also manchmal stehe ich da auch echt auf dem Schlauch, aber ich will halt auch nicht hier Folge um Folge euch zeigen, wie langweilig es ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist ja auch doof. Deswegen habe ich auch die letzte Folge im Schnelldurchlauf durchjagen lassen. Deswegen ist das hier eigentlich auch Folge 4. Eigentlich war die Folge 4 das, was ihr am Anfang im Schnelldurchlauf gesehen habt. Wir haben es geschafft. Wir haben unseren nächsten Toten. Sehr schön. Können wir jetzt hier noch was machen? Krass, ey. Herrlich. Ich hätte nicht gedacht, dass das klappt, ey. Oh Mann. Ich bin ja mal gespannt, wie es weitergeht hier. Also hier können wir jetzt erstmal nichts machen. Also die Cafeteria ist abgehakt. Wir kommen auch nicht mehr rein, das ist eigentlich mal ein Indiz dafür. Und jetzt will ich endlich dieser scheiß Chemielabor in die Luft jagen. Quasi das, was in der letzten Folge alles gefehlt hat, wo wir wirklich einfach nur uns erkundigt haben, können wir jetzt endlich wirklich nutzen. Das ist super. Endlich geht's voran. Das ist. Oh, ich bin so erleichtert. Also manchmal lohnt es sich echt einfach mal wirklich kurz im Internet mal zu gucken, ob es, wo man denn wirklich den Denkfehler hat oder den Haken, wo gehe ich denn hin? Wo man wirklich einen Denkfehler gemacht hat oder wo man einfach das Problem hat, weil manchmal steht man wirklich auf dem Schlauch, ey. Es tut mir auch echt leid. Ist finde ich immer schrecklich, wenn man nachgucken muss. Gut, hier komme ich auch rein wieder als Fenrir. Ich finde Fenrir irgendwie ein cooler Hund. Glaube ich ein Husky, so wie er aussieht, oder? Aber was meint ihr? Sieht aus wie so ein Husky-Hund. So, jetzt brauche ich hier das Foto von unserem Chemieplan. So, jetzt muss ich, genau, jetzt muss ich dafür sorgen, oder bitte, er muss weg. So, dann probieren wir es jetzt nochmal. Ach komm schon. Ach, ernsthaft. Oh, das ist auch ein Bug hier, hundertprozentig. Wenn er nicht damit interagiert. Oh. Gehen wir nochmal raus. Nochmal rein, vielleicht klappt es ja dann. Nö, das klappt immer noch nicht. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Muss man irgendwie erwarten, bis die irgendwas gemacht hat, oder was? Ach, jetzt funktioniert's. Okay, mal, wir brauchen jetzt ein bisschen nach dem Plan hier gehen. Hier ist so, oder? Oh, verdammt, verkackt. Das ist nicht richtig. Also, ich denke mal, wenn es richtig wäre, müsste ja irgendwas passieren, oder? Wäre ja sinnvoll. Ich probiere es nochmal. Ich gehe hier nicht erst raus, bis hier nicht die Chemikalien Feuer fangen oder alles explodiert. Es muss explodieren. Und es macht keinen Sinn, wenn ich hier rumgestikuliere, wenn es keiner sieht. Das ist irgendwie blöd. Tja. Tja. Ein blonder Typ, eine braunhaarige Olle und ein alter Sack. Das ist ein super Forscherteam. So quasi aus der Klischeetonne. Ja, komm, geh raus. Tja. 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 Ja, die meiste Zeit des Lebens wartet man vergebens. Aber jetzt geht's weiter. Nächster Versuch. Komm schon. Okay, der andere Plan ist ja das, wo jetzt dann stand. Mal gucken wir mal. Jetzt, yes, hier und hier. Oh. Vielleicht nicht hier. Ah, das ist falsch irgendwie. Das ist auch irgendwie falsch gewesen. Und die Leiste ist schon wieder leer, ey. Nee, das war auch nicht richtig.
Nee. Nee, dann gehen wir hier wieder raus. Ich will nicht riskieren, dass es. Deswegen werden wir jetzt normal zurück ins Zimmer gehen, schön ausschlafen und auf den nächsten Tag abwarten. Und dann gehen wir nochmal hin. Ich hoffe, dann müsste diese Anzeige wieder voll sein, damit wir hier die Möglichkeit haben. Ah, das ist so ein bisschen schwierig mit den Forschungen, mit den Forschertypen. Hätte ich mal in Chemie besser aufgepasst. Ah, Schande auf mein Haupt. So. Auf ins Hayabubu-Bett. Ah, ich frage mich, wo die hier eigentlich ist. So, und nochmal. Ich guck nochmal auf dieses Bild von den Forschern hier. Also N steht auf ein No, also kein Haken einmal, oder? Ich probiere es mal noch aus. Ich hatte ja beim ersten Mal jetzt Yes hier eingegeben. Vielleicht darf auch kein nix reinkommen. Das kann natürlich auch sein. Ja. Probieren wir es gleich nochmal. Oh, jetzt muss ich mal husten. Ja. Schon Tag 8. Mein Gott, ja, wir brauchen schon ein bisschen Zeit. Ja, wir müssen ja unauffällig vorgehen. Ja? Es soll ja nicht jeder wissen, dass wir ein mutierter Hund sind. Also, nee, eigentlich sind wir ein Hund, der besessen ist, oder? Oder sind wir Yoda, der besessen von einem Hund ist? Das könnte natürlich auch sein. Gut, hier wieder kommen wir ja nirgendwo rein. Hier sind immer noch diese Roboter. Gibt es hier nicht hinten irgendwas? Achso, hier ging es nur nach draußen. Ja, stimmt. Ist auch ja unwichtig. War ja auch eher unwichtig. Ah, Medical Bay. Und jetzt geht's auf ins Science Lab und ich hoffe, dass es jetzt besser läuft. Wir probieren es einfach mal. Oh, die Leiste ist immer noch fast leer. Ja, super. So, probieren wir es jetzt nochmal. Yes. Nein! Ah, ich brenne! Die haben Fälle hier abrottet. Diese Schweine. Ey, dieses Hilfeding hier bringt überhaupt nichts, weil das, wenn man es einschaltet, geht es wieder aus. Schau mal. So, jetzt nehmen wir immer noch Fenrir, weil ich Fenrir. Wir sind Fenrir einfach. So, basta. So. Mann. Weil welcher Nutzen hat es, Game Over zu gehen? Also, ist ja nicht so, dass ich jetzt von vorne anfangen muss. Ich bin immer noch Tag 8 und dann gehe ich da hin und da ist die Leiste, glaube ich, voll sogar. Schrecklich. So. Aber wenn man wenigstens rennen könnte, ja, als Hund. Also, ein Hund ist ja nun deutlich schneller als ein Mensch. Da geht man ja davon aus, dass man als Hund dann auch ein bisschen schneller vorankommt. Aber ist ja lahmarschig. Vielleicht sind wir auch gelebt durch Yoda. Das kann auch sein. Ja, jetzt macht überhaupt keinen Sinn, das Game Over. Okay, ich habe auch noch keine Statistik gesehen, deswegen macht irgendwie keinen Sinn. Aber soll's. Vielleicht können wir ja Kirby irgendwie befreien. Stimmt, wenn wir hier alle abgemordet haben. Vielleicht kriegen wir dann Kirby frei. Das wäre meine Möglichkeit. So, jetzt geht er weg. Also jetzt möchte ich es endlich mal schaffen. Ist das schrecklich. So. Probieren wir es jetzt nochmal. Yes. 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 Und hier jetzt sind nichts. Und wenn wir. Weil das hier brauchen wir. Wir brauchen Rot und Lila oder so mal. Und das haben wir. Also dann. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt was bewirkt. Wuff, wuff. Ich bin nur ein Hund. Beachtet mich gar nicht erst. Jetzt hör auf, so zu hüpfen und geh da ran. Und? Ja! Ist was passiert? Wie geil! Wir können ihn killen. Oh, was ist denn? Was ist denn? Oh! Einfach mal zerrissen! Wie geil ist das denn? Ich meine so. Was ist das denn? Collected! Lab 2 completed! Yeah! Alter, wir haben ihn. Einfach mal zerrissen, wie geil ist das denn?
Vor Fenrir wird, ist der geilste Hund. Also ich möchte auch einen so einen Hund haben. Ah, die lebt noch, oder? Also sieht ja aus, als würde die nur atmen. Einfach mal zerrissen. Wie geil. Ja, wir haben es geschafft. Boah, das ist eine geile Folge. Die gefällt mir bisher. Meine Frise. Mann. Tja. Ach komm. Gehen wir hier noch rein. Ist halt eine sehr lange Folge. Oder? Ne, komm. Wir sparen es uns auf. Weil wir. Die Folge geht ja schon hier, keine Ahnung, 20 Minuten oder so. Deswegen werden wir uns die letzte Etappe für das Ende aufheben. Deswegen, ich gehe jetzt noch in mein Zimmer, speichere ab. Wir sehen uns quasi am Tag 9 wieder. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Cheerio!